Ein dickes Buch voller Bürgerbeschwerden, das ist der Auftakt der großen Debatte, mit der Präsident Macron die Wut der Gelbwesten besänftigen will. Am Nachmittag eröffnet er in der Normandie den großen Bürgerdialog. Eine Debatte, wie er sagt, ohne Tabus. Sagen Sie mir, was Sie auf dem Herzen und im Kopf haben und was Ihre Vorschläge für unser Land sind. 600 Bürgermeister sind geladen. Sie sollen in den kommenden 3 Monaten die Debatte mit den Menschen vor Ort führen, Kritik und Vorschläge entgegennehmen. Macron hat dafür 4 große Themen formuliert. Erstens Steuern und die Frage, welche Abgaben sollten gesenkt werden. Zweitens Organisation des Staates und die Frage, gibt es zu viele Verwaltungsebenen? Drittens ökologischer Umbau und schließlich viertens Demokratie und zum Beispiel das Thema Volksbefragung. Die Reaktion der Gelbwesten allerdings ablehnend. Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem bisschen, was er angeboten hat. Er soll zurücktreten. Er hat die Franzosen wütend gemacht und das ist immer gefährlich. Die Wut der Gelbwesten in Lösungen zu verwandeln, ist das Ziel der Debatte. Zur heutigen Auftaktveranstaltung waren sie allerdings nicht zugelassen.